Tut mir leid, schon wieder ein Markenzeichen, Sonnenbrille, ich weiß schon. Vielleicht solltest du mal deine eigenen rausbringen. Jetzt wollte ich gerade sagen, du nimmst es mir aus, musst du meine eigene Sonnenbrille aus Holz vielleicht, ha? Gibt's schon, gell? Spy und ich nenn's dann Anderl, Pfeffer Anderlbrenn. Wie hast du vorher gesagt gehabt? Wie hat der andere gesagt, der Andreas, wie heißt der? Schubert. Andreas Schubert. Ja, das ist der LKW-Fahrer. Zeit ist Geld, oder was? Time is money, Andreas Schubert. Time is money. Ich kann schon wieder ausfliegen. So. A3, 8V, Cabrio. Geile Geschichte. Ich habe es lieben gelernt. Ist es Spätzl von uns? Der Markus Bode? Schau mal hin, wo der herkommt. Ha. Meine Güte. Niedersachsen, der fast ein paar Meter. Gell, der kommt nicht aus der XS. Nein, da haben wir nichts damit zu tun. Das ist bloß Kennzeichen. Der hat ja absichtlich, also der gebrauchte Cabrio war lange auf der Suche. Er wollte den mit einem großen Diesel haben. Er wollte einen Quattro haben. Er wollte diese Sitze haben, die wo normal im RS3 und im S3 aus Aufpreis, aber im RS3 drin sind. Und jetzt schon weiß. Ha. Also das Auto ist mega ausgeschattet. Habe ich schon wieder gesagt, mega. Piep! Du musst das auch so piepsen, gell? Aber ich finde es einfach. Nur wegen der Tanja, oder was? Tanja sagt, ich finde das ein Wort scheiße, aber ich kann es nicht, bring es aus meinem Wortschatz irgendwie nicht mehr aus. Scheiße. Genau, ich piep schon wieder. Scheiße. Ich habe es lieben gelernt, das Fahrzeug. Warum habe ich das lieben gelernt? Erstens einmal, weil das Wetter passt. Das Wetter passt extrem für so ein Fahrzeug. Jeder sagt immer, Cabrio braucht kein Mensch. Kann man nie ausnutzen. Finde ich überhaupt nicht. Weil Cabrio kann man auch fahren. Wenn auch das der eine oder andere, der sagt das nur, es ist genau wie E-Bike fahren, sagt er, E-Bike fahren, da brauchst du gar nicht mehr treten. Ich habe ein Moped, der Mofa fahren. Das stimmt auch nicht, muss man auch treten. Also ich habe ein E-Bike, ich weiß, wie das ist. Aber bei uns geht es halt so, gleich bergauf. Da, wenn du aufgefahren bist du gleich fix und fertig. Und so ist das bei Cabrio auch. Wenn man noch nie Cabrio gefahren ist, kann man gar nicht sagen, wann man überhaupt Cabrio fahren kann. Und ich bin letztes Mal das Cabrio zum TÜV gefahren, beziehungsweise Probefahrt zuerst gemacht. Da hat es 18 Grad gehabt am Vormittag, bin ich runtergefahren. Habe ich wieder mein nicht altersgemäßes Gewand angehabt, mein Hoodie, weißt du, meine Kappe. Wahnsinn. Die Cabrio-Fahrer auch Kappe und einen Hoodie. Die sind auch nicht altersgemäß, meistens wie die Männer. So ein Mann. Aber super gewesen. Hoodie ein wenig aufgezogen, Kappe um, Sonnenbrenn, 18 Grad, Sitzheizung Vollgas, Heizung Vollgas. Hey, Sonnenbrenn. Du hast ein Lebensgefühl, das gibt's gar nicht. Ohne Schmarrn. Du schnaufst ein, du hast pure Luft und du fährst, und dann haben wir ertappt, gemäß war ich noch nie unterwegs, wie ich da unterwegs gewesen. Ich bin mit auf der Hauptstraße mit 80 gefahren, so gemütlich ein bisschen dahin. Gell. Also das war schon eine geile Nummer. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr, sehr entspannt. Ja, das zu dem Thema. War eine coole Sache, also auf alle Fälle. Cabrio fahren macht richtig Spaß. Vor allem, du hast jetzt noch vier Türen. Wollte ich schon sagen, ein Viersitzer, das Windschutz. Und schon ist das gewesen. Das flattert zwar brutal, wenn du da mal auf der Autobahn unterwegs bist, aber wir müssen das mal ausprobieren. Der Markus hat gesagt, ich darf das gerne ausprobieren, weil er ist ja noch in Italien im Urlaub. Und währenddessen, wo er im Urlaub ist in Italien, mit seiner Frau hat er gesagt, ich kann gerne mit meiner Frau und Tochter kann gerne über Ostern ein paar Kilometer fahren, weil wir hier noch ein bisschen Zeit haben. Okay. Und da habe ich gesagt, hey, super geil, werde ich machen, auf alle Fälle. Probiere ich. Ein paar Kilometer fahren wir schon. Wird auf alle Fälle eine geile Nummer. Weil es kann gleich mehr Erfahrungswert geben, wie das dann ist, wenn man dann auf alle Fälle zu dritt unterwegs ist. Wenn man zu dritt unterwegs ist, kann es natürlich schon sein, dass da hinten ohne Wind schaut. Ein bisschen schlecht wird das Ganze. Okay. Aber das probieren wir aus. Also, was haben wir eingebaut? Wir haben eingebaut. Wieder natürlich das Beste vom Besten. Variante 3 mit verstellbaren Domlagern. Mit gummigelagerten Upgrade-Domlagern, weil dieses Fahrwerk da natürlich in so einem Cabrio relativ schwer ist und dadurch natürlich, sage ich jetzt einmal, mit Geräuschen verbunden wäre. Ja? Von daher. Also, muss ich nochmal anfangen, weil wir kurz unterbrochen worden sind, weil ich kurz schon auf das Auto geholt habe. Haben wir schon ein bisschen geplänkelt, gell? Über sämtliche Themen, muss bei sämtlichen Foren diskutiert werden. Wahnsinn, ich finde das schon lustig. Markus und seine Frau haben in Italien in Urlaub. Waren wahrscheinlich ganz gerne mit dem Cabrio gefahren, weil wenn ich das Wetter sehe, da wird es in Italien wahrscheinlich mindestens genauso geil sein. Und Jesoloer Gegend irgendwo sind sie. Er nimmt mir ein bisschen Wein mit, hat er gesagt. Ja gut, da freue ich mich schon. Dann können wir uns wieder ein bisschen wegschießen. Nein, dann haben wir einen Wein genießen. Da haben wir unsere eigenen Weinproben, meine Frau und ich. Ja, Tanja. Heute ist es eh wieder soweit. Heute ist ein Feiertag, da kann man ruhig einmal, da haben wir ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja. Haben wir natürlich jetzt das Beste vom Besten eingebaut, Variante 3 mit verstellbaren Umlagen.
mit der gummigelagerten Upgrade-Version, wo wir ja das letzte Mal das Video schon gezeigt haben, was wir da alles haben, was es da gibt für denjenigen, der das von Haus aus gleich haben möchte, ist das mit einem kleinen Aufpreis verbunden, weil der eine oder andere sagt, dass die Uniball-Lager vielleicht Geräusche machen, daten, wie in Bayern sagen. Und deswegen haben wir da die ganze Sache da ein bisschen ja, optimiert, was das betrifft. Was haben wir jetzt für Felgen drauf? Das ist auch lustig. Der Markus hat eigentlich diese BBS-Lenso-Nachbaufelgen da gehabt, ne? Die wo da drüben stehen, siehst du das? Dann ist er da gekommen, dann sagt er, ja, ich weiß schon, was meinst du dazu, Andi? Sag ich, ja, wenn ich den Stern dann komplett bis aussehe, weiß ich, das ausschaut aus der Stern, aber aus, nein, das wollte er absichtlich nicht und so. Sag ich, du, komisch irgendwie. Dann sagt er, ja, ich finde es auch nicht so toll, aber nein, gell, hilft nicht. Dann sag ich, ich hätte was für dich. Ich habe von meinen A1, die SQ2 fängt. Was willst du denn davon? Ah, die gefallen dir und die waren ja ganz cool und so. Sag ich, du, da können wir doch bestimmt noch gerne Ding machen. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben deswegen gerne nochmal geputzt, gell? So sauber sind jetzt die nicht. Nicht, dass der eine oder andere sagt, da sind ganz schön dreckig, die Felgen sind die auch gebraucht. Gell? Aber eine schöne 19er SQ2 Schmiederäder in dem Design vom Audi R8 bzw. TTRS. Ich finde die richtig geil, weil die Felgen da Maß haben 8x19 ET45. Da haben wir jetzt einen Handguck drauf, mit 235 19. Warum wieder 235? Weil, nein, warum 225? So muss ich sagen, 225, 35, weil Traglastproblem. Ne? Haben wir wieder das gleiche, wie wir davor schon geredet haben. Auto ist schwer, Cabrio ist extrem schwer, Allrad haben wir auch noch. Ja, dann brauchen wir natürlich den Reifen. So wie das jetzt eingestellt ist, weil das ist also ein Alltagsauto, ja, da nebenbei noch so ein schöner 964 steht, weißt, da kann man natürlich dann auch ein bisschen cruisen. Und das ist ein Alltagsauto. Und er hat gesagt, das muss so bleiben und stritzt mir das ein, dass man viele Kilometer fahren kann, dass das komfortabel ist, dass alles TÜV hat. Und das hat es jetzt. So schaut jetzt das aus. Also das Auto hat jetzt genau so, wie es ist, wenn man die Woche beim TÜV, selbst damit beim TÜV gewesen. Und wie gesagt, ich bin in Schwärme gekommen. Und jetzt sage ich euch warum. Jetzt steigen wir da mal ein. Ja. Wenn man da einsteigt in so ein Cabrio, okay. Ja. Steht man, oder? Ja. Jetzt hast du mir auch schon von oben gefilmt beim TTRS. Da haben wir hingeschrieben, oben ohne. Hä? Ich kann da oben ohne, aber das gefällt dir bestimmt nicht, wenn ich oben ohne. Aber das ist schon, also, ja, bin ich schon leichter Genießer geworden, muss ich schon ganz ehrlich gestehen. Gell? Also, das ist halt schon, ja, ich schwärme schon wieder. Ich habe mich schon wieder gespannt, ich sitze da drin und ich kann mich schon wieder gar nicht mehr konzentrieren, es tut mir leid. Ja, mir gefällt es einfach. Kabel fahren ist einfach geil. Da klangst du halt einfach hinten und sagst, okay, brauchen wir, wünsch schon den Tee und da hin geht's. Und so ist das. Schauen wir mal, zeige ich noch schnell den Kofferraum, weil der ist nicht wirklich groß, weil der eine oder andere hat bestimmt noch kein Cabrio nicht gesehen. Dann schaut euch das einmal an, den Kofferraum, ab und vor, Leiste, von der Leiter. Okay. Eine der Optik haben wir auch noch geklebt natürlich, okay. Wenn es dann schon ist. Da haben wir natürlich das Originalfahrwerk hin, da hast du diese Box, die kannst du dann noch auf- und abschieben, wenn du kein, servus, wenn du das Windschot, wenn du das Dach quasi zu hast, dann kannst du da nochmal den Stauraum ein bisschen erhöhen, dann kannst du das Dach nicht mehr aufmachen. Also der Kofferraum ist nicht groß, weil man weiß, wie groß das ein Fahrwerkschachtel ist, ist nicht der Wahnsinn. Also in Urlaub fahren gibt es wahrscheinlich spezielle Koffer, die ganz flach sind, die wo du hinten reinbringst und da hinten dann auch noch mit stehen, so flachen Koffer, dann war es das. Wahrscheinlich dann eher Sitzbänke umlegen. Ne? Aber ja, wie gesagt, immer noch besser wie ein anderes Cabrio, weil die anderen Cabrios, die haben dann ganz wenig Platz. Ne? Von daher, oder R8 Cabrio, stell dir mal das vor. Ja, also wie gesagt, gefällt mir ganz gut, geile Optik. Das Auto, wenn komplett offen ist, hat es viel eine flachere Optik, ist natürlich noch mal ein bisschen flacher, das Ganze. Ich finde es dezent und schön. Haben wir auch wieder beim Onyx weiß, also Onyx, was ist Onyx? Nein, Gletscher, haben wir wieder durcheinander gekommen. VW hat ja Onyx weiß, das ist Gletscher weiß, also weiß Metallic. Bin da absolute Fan davon. Meine Frau in ihren RS3 hat ja die gleiche Farbe. Und mit den ganzen schwarz glänzenden Applikationen passt das eigentlich perfekt zusammen. Wo wir beim anderen RS3 gesehen haben, der hat Spiegel gehabt, in den Aluminium gehabt. Gefällt mir auch, hat auch gut ausgeschaut. Er hat das jetzt alles noch folieren lassen, dass das dazu passt, weil das ist normalerweise alles noch in Aluminium-Optik. Er wollte das alles in schwarz haben. Finde ich aber so von der Sache eigentlich richtig stimmig. Eine kleine Rieger-Spoilerlippen vorne dran, dass das die ganze Optik ein bisschen noch nach unten zieht. Gefällt mir auch ganz gut. Haben wir beim RS3 jetzt abgestellt. Wir haben es jetzt nicht vom Rieger abgestellt, weil wir haben jetzt die andere Lippe von Ingo Noack genommen, weil die optisch für den RS3 ein bisschen cool ist. Finde ich jetzt persönlich. Aber wie gesagt, kann man machen, muss man nicht. Ich finde es geil. Ja, Motorraum reinschauen? Ja. Magst du denken? Ist jetzt zwar nichts Besonderes mehr, ist jetzt kein, was heißt nichts Besonderes, Gottes Willen. Ist jetzt zwar nicht der Diesel, der große Diesel, was hat der? 180 PS wahrscheinlich, gehe jetzt davon aus, der Quattro. Ist halt ein ganz normaler 2 Liter Diesel.
Ja? Der verpönte Diesel, aber das Auto geht gut, braucht wenig Sprit. Also ich finde das Auto von dem her eigentlich richtig gut. Das ist das Einzige, wenn du ein Cabrio hast, gell? Vielleicht möchtest du mal ab und zu was hören, wenn du offen hast, aber muss ja nicht unbedingt sein. Also ich finde es okay. Ich finde es okay, so wie es ist, weil Cabrio mag entspannt, gemütlich cruisen. Und das hat er gemacht. Das funktioniert. Gell? Also, haben wir schon wieder Tageln da. Also, in diesem Sinne. Gell? Das war schon wieder heute von Cabrio. Kaiserwetter, Cabrio-Wetter. In diesem Sinne, Like da lassen, abonnieren. Servus, Havadere.